Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Nur noch dieses und zwei Videos, dann haben wir es geschafft. Und ich freue mich sehr drauf, denn es ist richtig anstrengend, aber macht trotzdem ziemlich viel Spaß. Und dass es richtig anstrengend ist, sieht man die ganze Zeit, wenn man auf meine Nase achtet und da ständig irgendwelche roten Punkte drauf sind. Das sind alles Stresspickel. The more you know. Heute rede ich über den besten Xbox-Exklusivtitel, den die Konsole jemals hatte und wo ich nicht weiß, warum der nicht erfolgreicher war. Es geht um Sunset Overdrive. Dieses Spiel ist so krass. Wirklich. Dieses Spiel hat so eine starke Meme-Energy, dass ich nicht weiß, warum das Internet nicht einfach übelst auf dieses Spiel abgegangen ist. Wahrscheinlich, weil es einfach übelster Cringe ist die ganze Zeit. Aber es ist so charming Cringe, finde ich. Und es ist so sad, dass einfach keiner dieses Spiel gespielt hat. Doch, worum geht's in Sunset Overdrive überhaupt? Sunset Overdrive wurde von Insomniac entwickelt und ich glaube, die haben auch die Spider-Man-Dinger gemacht. Also das Spider-Man-Spiel auf der PS4. Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Auf jeden Fall geht es in dem Spiel um das Fastende der Welt. Denn ein Megakonzern hat einen Energy-Drink entwickelt, welcher allerdings irgendwelche Komponenten enthielt, die nicht so ganz koscher sind und dann dafür sorgen, dass einfach sämtliche Menschen, die diesen Energy-Drink getrunken haben, zu Monstern mutieren. Das endet dann natürlich darin, dass die Stadt kurz darauf komplett abgeriegelt wird und alle, die drin sind, kommen nicht mehr raus und es kommt auch keiner mehr rein. Das klingt jetzt sehr Survival-Horror-mäßig, wenn es nicht irgendwie einfach allen egal wäre, die in der Stadt sind. Denn da ist die Party immer noch richtig am Abgehen und jeder macht einfach, was er möchte und es ist einfach komplette Anarchie in dieser Stadt und es ist einfach richtig, richtig fantastisch. Unsere Aufgabe ist es da natürlich, dass wir jetzt irgendwie versuchen müssen, mit Hilfe der letzten Menschen, die einigermaßen noch okay im Kopf sind, aus dieser Stadt rauszukommen. Und das tun wir, indem wir einfach richtig das beste Movement eines Open-World-Spiels ever benutzen, um durch diese Stadt zu kommen. Das Problem, wenn man ein Comedy-Spiel macht, ist, dass es sehr viele Leute gibt, die diese Art von Witz eben nicht witzig finden. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch der Grund, warum das super viele Leute nicht gekauft haben. Weil sie haben sich das Spiel angeschaut und es ist einfach dieser übelste Meme-Humor, welcher halt für viele einfach echt nicht witzig ist, aber den ich halt einfach so cringe-lustig finde, wo ich mir dann so denke, Alter, dass die das gemacht haben, finde ich leider echt richtig furchtbar, aber gleichzeitig auch richtig lustig. Sie sind einfach selbstreferenziell, sie brechen die vierte Wand alle 3 Minuten. Es geht ständig darum, dass sie sagen, oh Mann, ach, das wäre jetzt so einfach, wenn ich in einem Videospiel wäre. Oder dass dann irgendwann einfach Gott anfängt, mit dir zu reden aus dem Nichts heraus, der einfach dann die Tutorial-Stimme ist und sich dein Charakter fragt, oh Mann, was ist bloß diese körperlose Stimme, die mir sagt, was ich in meinem Tutorial machen soll? Und es ist so lustig und so großartig und ich feiere es einfach richtig, richtig doll. Aber sonst halt leider keiner. Was ich sehr schade finde, denn dieses Spiel spielt sich genüsslich gut, ehrlich gesagt. Es ist halt auch wieder over the top, wie schon, das geht jetzt durch die letzten paar Spiele durch, die sind alle over the top. Das finde ich immer gut. Ich liebe es, wenn Spiele einfach mal Videospiele sind und einfach nicht versuchen, die Realität zu emulieren und einfach so gritty, realistisch, brutal, traurig, down to earth zu sein wie möglich, sondern einfach mal sagen, weißt du was, fuck it einfach. Fuck doch alles. Ich bin Videospiel und ich stehe drauf und ich lasse es einfach mal zu, dass ich einfach übelst wacky crazy bin und das ist cool, ehrlich gesagt. Und Sunset Overdrive ist einfach ein komplettes Videospiel von Anfang bis Ende und das weiß es und das finde ich super, weil es dieses Wissen einfach komplett ausnutzt, um einfach die ganze Zeit die Jokes zu bringen, die man als Gamer-TM erwartet. Und das Beste an dem Spiel ist schlicht und ergreifend das Gameplay, wie man sich durch die Welt bewegt, denn man bewegt sich möglichst stylisch durch diese Welt. Das bedeutet, ihr grindet an allem lang, wo man lang grinden kann. Ihr könnt auf Autos springen, um einen höheren Sprung zu bekommen. Ihr könnt Rollen machen und aus der Rolle irgendwie auf ein Auto springen, von dem Auto wieder an irgendwelche anderen Grind-Rails und weiter grinden und tötet währenddessen einfach Monster mit den seltsamsten Waffen der Welt. Halt, ich hab's jetzt für den 100-Stunden-Stream-Trailer nochmal ein bisschen gespielt und ich hab da halt einfach eine Bazooka freigeschaltet, welche Teddybären verschießt, welche letztendlich explodieren und einfach TN Teddy heißen und ich mir halt denke, das ist so großartig! Und man kann sich halt durch verschiedene Perks noch aufpowern, dass halt gesagt wird, okay, mit dieser Waffe, wenn du Gegner damit abschießt, haben sie die Chance, random sich in einen TN Teddy zu verwandeln und dann explodieren sie einfach inmitten von 50 anderen Gegnern und töten die einfach auch alle und ihr kriegt einfach mega den Style-Schub und
könnt einfach noch geileren Kram machen, weil je stylischer ihr seid, desto mehr Perks aktivieren sich letzten Endes, desto over the top stärker seid ihr und es ist einfach großartig von Anfang bis Ende. Ihr lernt einfach ständig neue Moves, das heißt, ihr könnt euch immer effizienter durch die Stadt bewegen und es ist halt letzten Endes wirklich wie Spider-Man, nur ohne das Schwingen letzten Endes. Aber ich finde es einfach so viel besser, ehrlich gesagt. Sobald man den Dreh raus hat, ist das Bewegen in Sunset Overdrive alleine so spaßig und es ist einfach so eine bunte, riesige Welt, wo einfach so viel Quatsch passiert, wo man sich so denkt, Alter, allein dieser eine Bosskampf gegen einen super angefressenen Luftballon, okay, das alleine ist schon einfach fucking fantastisch, Mann. Und es hat auch einfach so einen guten Soundtrack. Es hat so einen guten Soundtrack. Von Punk zu Elektro, zu Rock, zu Heavy Metal, zu Popmusik, zu allem, was es gibt und alles ist einfach thematisch passend zu dieser Anarchie-Atmosphäre, die da irgendwie abgeht. Und es ist einfach, es klingt einfach konstant richtig gut. Das Einzige, was nicht gut klingt, sind die deutschen Synchronsprecher, aber hey, deutsche Synchronisation, wann ist da mal wirklich was richtig am gut sein? Aber ja, es ist halt, wie gesagt, es macht alleine schon Spaß, sich durch diese Welt zu bewegen. Und das ist halt wirklich was, wo ich halt den Leuten sagen kann, wenn ihr einen PC habt, kauft es euch auf Steam. Es kostet 20 Euro, 15, weil gerade Deal ist. Und es ist definitiv so ein Ding, wo ihr euch vielleicht ein, zwei Stunden einarbeiten müsst, weil die Steuerung echt so ein bisschen Arbeit braucht. Aber sobald ihr drin seid, bockt es einfach mega, mega doll. Besonders, wenn ihr halt diese Art von Humor auch mögt. Und ja, es ist halt wirklich einfach ein Spiel, das ich abgrundtief liebe und wo ich echt richtig glücklich bin, dass das existiert einfach. Und ich bin echt richtig glücklich, dass das auch auf dem PC existiert, weil in 4K mit 60 FPS und maximalen Details sieht dieses Spiel wirklich, wirklich gut aus. Ansonsten ja, falls ihr es kennt und gespielt habt, postet mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn nicht, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ich habe irgendwann mal vor 100 Jahren Let's Play dazu gemacht, das könnt ihr euch angucken, aber das ist ehrlich gesagt ziemlich kacke und ich glaube, ich sollte das nochmal machen. Ansonsten ja, danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch morgen wieder, wenn es mit einem richtig guten Spiel weitergeht, weil jetzt kommen zwei Spiele, die einfach wirklich ganz oben Platz 1 und Platz 2 in meinen Best Games Ever einnehmen. Entsprechend hau ich ab, danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.